Herzlich willkommen zur zweiten Folge des Erklärvideos zum Kompetenzkatalog Wissensmanagement, den Angelika Mittelmann und ich gemeinsam für die GFWM, die Gesellschaft für Wissensmanagement, erstellt haben. Zur Erinnerung, für den Kompetenzkatalog haben wir insgesamt 15 Kompetenzen in drei Kompetenzklassen identifiziert, die im Kontext Wissensmanagement oder allgemeiner für den Umgang mit Wissen relevant sind. Für jede Kompetenz sind 4 Kompetenzstufen jeweils spezifisch beschrieben. Stufe 1 bedeutet, dass man ausreichende Grundkenntnisse erworben hat und einen groben Überblick besitzt. Man ist in der Lage, Teilschritte mit Unterstützung zu bearbeiten. Die Stufe 2 ist die zumeist ausreichende Ausprägung. Man besitzt umfangreiches Grundwissen und bewältigt selbstständig Standardarbeitssituationen. Routinemäßig nutzt man relevante Methoden und Werkzeuge. In der Stufe 3 besitzt man umfassendes Detailwissen und meistert auch Sonderfälle und Ausnahmesituationen. Man erweitert aus eigenem Antrieb seine Kenntnisse und Fertigkeiten und gibt sein Wissen strukturiert an andere weiter. In der Stufe 4 nutzt man sein umfassendes Wissen und Erfahrungen zum Finden neuer Wege. Man leitet strategische Handlungsalternativen aus Ausnahmesituationen ab und hält sein Wissen ständig auf den neuesten Stand. Andere begleitet man auf ihrem Entwicklungsweg. Der Kompetenzkatalog soll als Grundlage dienen, um Kompetenzprofile für konkrete Rollen im Wissensmanagement zu definieren. Je nach Rolle oder auch je nach organisationsspezifischer Ausprägung der Rolle können die einzelnen Kompetenzen im Sinne der Kompetenzstufen unterschiedlich gewichtet sein. Beispiel: Wissensmanagerin, Wissensmanager ohne disziplinarische Führungsrolle. Unser grundsätzliches Verständnis dieser Rolle: Der Wissensmanager, die Wissensmanagerin gestaltet aktiv die Rahmenbedingungen für den Umgang mit Wissen in einer Organisation durch die Entwicklung und Implementierung sowie die dauerhafte Unterstützung eines zielgerichteten und der Organisation angemessenen Wissensmanagementsystems. Wie Sie sehen, die meisten Kompetenzen liegen auf Kompetenzstufe 3. Dies bedeutet laut European E-Competence Framework 3.0, an dem sich der Kompetenzkatalog orientiert, dass die Person umfassendes, spezialisiertes Theorie- und Faktenwissen in einem Arbeits- oder Lernbereich sowie Bewusstsein für die Grenzen dieser Kenntnisse hat. Umfassende kognitive und praktische Fähigkeiten besitzt, die erforderlich sind, um kreative Lösungen für abstrakte Probleme zu erarbeiten. In Arbeits- oder Lernkontexten leiten und beaufsichtigen kann, in denen nicht vorhersehbare Änderungen auftreten. Die eigene Leistung und die Leistung anderer Personen überprüfen und entwickeln kann. Hinsichtlich der analytischen Fertigkeit zum Beispiel heißt das, dass die Person aus der Informations- und Datenfülle ein klar strukturiertes Bild entwickeln, Zusammenhänge in Prozessen auf ihre Wissensmanagement-Affinität hin bewerten, die Wissensprozesse innerhalb von Geschäftsprozessen auf ihre Effizienz bewerten, das Wissensmanagementsystem auf Effektivität und Effizienz bewerten, für das Wissensmanagement relevante Rahmenbedingungen, Organisationskultur, Infrastruktur, Rollen und Verantwortlichkeiten analysieren und bewerten und schließlich Analysemethoden für Schlussfolgerungen anwenden und für Entscheidungen nutzen kann. Schauen wir uns die Ausreißer Qualitäts- und Sicherheitsbewusstsein und Grundlagenwissensmanagement, beide auf Kompetenzstufe 4, genauer an. Bei Qualitäts- und Sicherheitsbewusstsein bedeutet Kompetenzstufe 4, dass die Person einen adäquaten Freigabeprozess für Informations- und Wissensobjekte entwickeln und implementieren kann, sowie bei der Entwicklung von Leitlinien für den Umgang mit schützenswerten Daten, Informationen und Wissen mitarbeiten kann. Bei Grundlagenwissensmanagement wird auf dieser Stufe vorausgesetzt, dass die Person innovative Entwicklungen in der Wissensmanagement-Theorie verfolgen, für die eigene Organisation bewerten und gegebenenfalls übernehmen kann. Übrigens, alle vorhergehenden Kompetenzstufen sind jeweils inkludiert.
Und noch ein Ausreißer in die andere Richtung. Wieso ist die didaktische Kompetenz nur auf Stufe 2 gefordert? Stufe 2 bedeutet, dass die Person passende Lernbedingungen und Lernumgebungen schaffen, geeignete Lehrmittel und Methoden einsetzen, Lehr- und Lernziele verfolgen und Lerntransfer durch Wiederholungen von Inhalten auslösen kann. Gemäß unserem Verständnis der Rolle eines oder einer Wissensmanagement Professional ist diese Person eben kein Learning Designer, keine Trainerin oder kein Personalentwickler. Didaktische Kompetenz ist im Kontext der Gestaltung des Umgangs mit Wissen erforderlich, sie steht aber nicht im Vordergrund. Nutzen Sie den Kompetenzkatalog, um die Wissensmanagement-Anforderungen an Stellen in Ihrer Organisation punktgenau zu beschreiben. Wo finden Sie den Kompetenzkatalog? Natürlich auf den Seiten der Gesellschaft für Wissensmanagement www.gfwm.de. Wir freuen uns, wenn Sie uns dort Feedback geben oder auch Ihre eigenen Profile als weitere Beispiele guter Praxis für den Umgang mit Wissen mit uns teilen. Vielen Dank.